Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Crusader Kings 3. Der neue DLC Legends of the Dead ist jetzt inzwischen da und ich habe ja gesagt, wir machen ein neues Let's Play, meine lieben Freunde. Und ich wollte jetzt mal im slawischen Raum spielen, weil ich da vorher noch nie zuvor gespielt habe. Ich habe mich aus diversesten Gründen für den Häuptling Krak den Dritten von Krakau entschieden. Einerseits, weil die ein ziemlich nettes Gebiet hier haben, also sehr, sehr theoretisch gut ausbaubare Provinzen. Und andererseits auch, weil aus der Gegend tatsächlich mein Opa herkommt. Aber das war dann damals deutsch, im schlesischen Bereich, sage ich jetzt mal. Und ja, wir sehen es hier, also den Häuptling Krak den Dritten, der ist ein generischer Charakter, der ist jedes Mal anders, wenn er das Spiel spielt. In unserem Falle wird er jetzt wohl ehrgeizig sein, er wird stur sein und er wird gefühllos sein. Das mit dem stur passt sogar, weil stur sorgt dafür, dass, also das kommt von unserer Kultur her, da sind also häufiger sture Charaktere. Wir haben einen benachbarten Herrscher hier, den Häuptling Lech den Dritten. Das ist unser Vetter, das habe ich mir schon angeguckt. Das ist jedes Mal gleich, ne? Also der ist auch immer da. Und das ist immer unser Vetter, unser Cousin. Und ja, also das ist unser Erbe und wir sind sein Erbe. Wenn wir also diesen Typen loswerden würden, dann wäre es eine ziemlich gute Ausgangslage für uns. Das Problem ist bloß, er ist mächtiger. Also er hat ein bisschen mehr als wir, weswegen das für uns jetzt nicht ganz so einfach wird. Was ist das ganze Ziel hier natürlich? Ja, einerseits das Spiel jetzt hier mit der Legends of the Dead Spielmechanik, Legitimität, mit den Seuchen und auch natürlich mit den anderen neuen Spielmechaniken wie die Legenden hier erstmal zu erleben und zu gucken, was wir für eine Legende aus unserer Dynastie und unserem Charakter Krak dem Dritten jetzt hier schaffen können. Wir gehen mal rein ins Spiel und schauen uns das Ganze an. Bevor wir allerdings loslegen, möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz kurz in eigener Sache darauf hinweisen, dass unten in der Videobeschreibung ein Link zu Games Planet ist, höchstwahrscheinlich auch ein Rabatt, vielleicht ein Rabattcode, ich nehme das Ganze 2 Wochen vorher auf. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung, wo ihr Legends of the Dead günstiger bekommen könnt. Ihr bekommt es auf jeden Fall günstiger, nur die Frage ist halt, ob es mit Rabattcode ist oder ohne. Das seht ihr unten in der Videobeschreibung. So, meine lieben Freunde, jetzt gucken wir mal, was können eigentlich wir? Oh, wir sind tatsächlich eher ein wirtschaftlicher Häuptling. Das ist interessant. Wir können also eine ganze Menge Liegenschaften selber verwalten. Sind allerdings leider kein großer Kriegsführer. Wir haben Ansprüche, wie ihr sehen könnt, auf diese benachbarten Gebiete hier von ihm. Das sind 3 Stück. Theoretisch, also wir haben momentan 753 Mann, was hat er? Er hat mehr, ne? Ich sage ja, er ist mächtiger und er ist vor allem auch eher der Krieger. Er ist allerdings feige und schüchtern, wie man jetzt hier gerade eben sehen kann. Kann ich den theoretisch ermorden? Wäre sehr, sehr schwierig. Gut, das wäre halt der schnellste Weg, denn ihr seht, er hat genauso wie wir keine Ehefrau, keine Kinder. Wenn, oh, und er ist auch noch tatsächlich homosexuell, was dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er heiratet, für uns auch positiv gering ist. Wir können uns mal gerade eben mal hier unser Haus angucken, das Haus Wischlan, so spricht man das aus. Da gibt es momentan 3 lebende Mitglieder, ist also jetzt nicht besonders groß. Und ihr seht, ne, wenn wir jetzt hier draufklicken, wir sind Cousins, wir sind Vetter. Wir stammen beide aus einer direkten Linie von Häuptling Krak dem Ersten ab. Es gibt noch eine weitere Lebende, das ist die Wanda. Die ist diese hier. Und das ist sogar meine Ratsspitzelin gerade eben. Meine Tante ist also meine Ratsspitzelin. Also das Lustige ist, dass... Ist das seine Mami? Moment. Nee, das ist irgendwie nicht seine Mami. Das ist eine Tante, also das ist auch seine Tante. Okay, ich habe verstanden. Unsere Mütter sind selber de facto gar nicht bekannt, interessanterweise. Also wir haben nur Daddies. Danke Paradox für diese Ausführlichkeit. Aber gut, das wird so lange keine Rolle mehr spielen. Wir müssen natürlich uns noch eine Frau suchen. Wir müssen unsere Truppen inspizieren. Was haben wir? Wir haben momentan nur Bogenschützen. Die werde ich demnächst stationieren. Ich gucke allerdings jetzt erstmal, was sie für Gebäude haben. Hier haben wir eine Palisade, das bringt schon mal einen Bonus für die Speerträger und Bogenschützen. Und hier haben wir bereits einen
Handelsaußenposten. So generieren wir immer ein bisschen Geld. Okay, also ihr seht, das sind sehr, sehr schöne Gebiete, mit denen wir allerdings am Anfang noch gar nichts anfangen können, weil wir können in der Stammesepoche, in der wir uns befinden, noch keine weiteren Städte und so weiter und so fort errichten, weil unsere polnische Kultur, ihr seht, die kennt sowas wie Stadtplanung noch gar nicht. Momentan wird hier, so wie es aussieht, an Kasernen und Antrittsplätzen geforscht. Das wird aber noch lange, lange dauern. Warum dauert das so lange? Gucken wir uns mal die Kultur an. Wir haben einerseits die Husarenüberfälle. Das ist ziemlich nice, weil wir dadurch nach Schlachten weniger Rückzugsverluste haben und auch weniger verbündete Todesverluste. Aber wir haben auch weniger Kampfvorteil, wie ihr sehen könnt, als Kommandeur. Die leichte Reiterei macht mehr Schaden, macht mehr Abschirmung. Die Plänkler machen genau das Gleiche. Und unsere Kriegsmaschinen sind weniger effizient. Aber wir können eine besonders gute, manche sagen sogar die beste leichte Kavallerie im Spiel, die Conny, rekrutieren aufgrund unserer Kultur, die einen brutalen Verfolgerschaden haben. Das heißt also, wenn wir Schlachten gewinnen, dann fügen wir den Feinden massiv üblen Schaden bei der Flucht zu. Darüber hinaus sind wir xenophil, wir mögen also andere Kulturen eher und wir sind traditionsgläubig. Stur ist bei uns, wie gesagt, häufiger verbreitet und wir mögen es nicht so sehr, wenn unsere Kultur konvertiert wird. Da gibt es massive Kostenaufschläge. Allerdings gibt es noch mal ein paar weitere Vorteile. Verteidigervorteil in kontrolliertem Territorium, das gleicht die Husarenüberfälle ein bisschen aus. Plus 5 also auf kontrolliertes Territorium, wenn wir also unser eigenes Land verteidigen. Und unser Kontrollzuwachs steigt monatlich um 0,3. Und ihr seht, Fortschritt des Kulturinteresses geht um minus 5% zurück. Also deswegen dauert es noch länger, bis wir hier unser Kulturinteresse nach oben schrauben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Unsere Religion ist die Slovjanska Pravda. Das ist also die slawische Naturreligion, wenn ihr so wollt. Die einmal jetzt hier Gemeindeverflechtung hat. Also ihr seht hier, Bekehrungstempo von Grafschaften unserer Kultur gehen schneller. Aber andere Kulturen lassen sich von uns nicht so leicht, wie ihr sehen könnt, jetzt hier konvertieren. Das ist schon mal interessant. Also wir wollen zwar unsere Kultur nicht ändern, aber unsere Religion geben wir theoretisch sehr, sehr gerne auf. Ritualfeste. Feste bringen Frömmigkeit und wenn man nicht auf Festen erscheint, gibt es einen Malus. Geheiligte Natur sorgt dafür, weil wir die Natur achten, dass unsere Gebäudebaukosten höher sind. Die Volksmeinung ist auch höher und wir haben noch in Wäldern, Dschungeln und in der Taiga weitere Boni beim Kommandieren von Truppen und darüber hinaus weniger Zermürbung, wenn wir mit unseren Truppen dort rumlaufen. Was sehr, sehr praktisch ist, denn wir haben ja schließlich vor, auch Truppen die Nachbarn ein bisschen auszuplündern. Aber bevor wir jetzt solche Sachen machen, gucken wir uns mal an, wo wir jetzt hier mit unseren Fähigkeiten reingehen. Wir sind bei Administrator. Das ist nicht so günstig. Spracherwerb, Vasallenaufgebote. Das ist ziemlicher Quatsch für uns momentan. Für uns ist das hier gerade eben ziemlicher Quatsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Monatliche Tyrannei, also das bringt uns aus meiner Sicht gar nicht weiter. Nee, das bringt uns gar nicht weiter. Mal überlegen. Wir haben momentan, also wenn ich jetzt das hier machen würde, Schwerpunkt auf Domäne. Moment, erstmal setze ich die Vorzüge zurück. Oh, das wird heftig werden. Ja, wir beginnen das Spiel gleich schon mal mit einem Nervenzusammenbruch. Das ist doch schon mal super. Ich gehe dann jetzt hier auf Schwerpunkt Domäne und setze jetzt hier mal die Punkte ein. Rasch behauen senkt wiederum die Kosten, die wir an Gebäuden haben. Gebäudebauzeit könnte ich nochmal reduzieren und noch mehr Entwicklungszuwachs. Wobei das, glaube ich, nicht so viel bringt bei uns gerade eben. Ne, dann nehme ich nochmal den Steuereintreiber und die Verteidigungspläne. Dann wird es ein bisschen schwieriger, uns jetzt hier zu bekämpfen. Ja, und dann müssen wir noch eine Ehefrau finden. Mal gucken, was es hier so in den benachbarten Gefilden so gibt. Hier gibt es natürlich mächtige Herrscher, wie hier zum Beispiel den Oberhäuptling von Minsk. Da gibt es zum Beispiel die Gradislava, die fleißig ist, demütig und rachsüchtig. Ansonsten hat die aber echt bescheidene Werte. Dann gibt es hier noch die... Gott, wie spricht man das aus? Sekunde ganz kurz, Leute. Also gut, Google sagt... Psytecht.
Pschetäscht. Okay, also die Pschetäscht, die gibt es da bei Schlesien. Die hat immerhin okay Werte. Was haben wir noch hier? Hier haben wir das Häuptlingstum Wladimir. Ich guck mal gerade eben durch, was es hier so gibt. Na, ich will natürlich schon eine Liaison haben, die sinnvoll ist. Also wir selber sind, wie gesagt, gefühllos, stur und ehrgeizig. Es wird schwierig werden, dann diese Frau zu bezirzen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Oder wir heiraten einfach eine Gemeine und hoffen dann auf unsere Kinder. Ne? Das wäre natürlich auch eine andere Möglichkeit. Ich gucke mal nicht nach Relevanz, sondern ich gucke einfach mal... Wir machen den Klassiker. Wir nehmen Eigenschaften vererblicher Natur und gucken mal, was wir hier finden. Hier gibt es zum Beispiel schon mal... Oh, da gibt es einige sehr, sehr brauchbare Frauen. Hier eine tschechische, die auch gefühllos, keusch und gerecht wäre. Die hat richtig brauchbare Werte in einigen Bereichen. Die würde unsere Mali krass ausgleichen. Was haben wir da noch? Ja, ich guck mal nicht nach Relevanz erstmal, sondern nach Summe aller Werte, ne? Okay, die da oben ist halt einfach immer noch unschlagbar, die Dame jetzt hier gerade eben. Ne, also so wie es aussieht, ist diese Dame hier, die Justina hier, sehr, sehr gut. Die mag uns auch relativ. Ja, also komm, wir werden jetzt einfach mal eine nicht-adelige ehelichen an dieser Stelle. Das wäre jetzt hier mal so mein Plan Nummer 1. Plan Nummer 2 ist es natürlich jetzt hier, unsere Streitkräfte aufzubauen. Zack, zack, das kostet uns einiges hier an Punkten. Und weil wir diese Conny haben können, möchte ich auf jeden Fall auch die Conny haben. Wie ihr sehen könnt, die sind aber scheiße teuer. Das wird eine ganze Weile dauern. So, und natürlich haben wir einen geistigen Zusammenbruch. Seit kurzem kommt es mir so vor, als wären meine Titel nichts mehr würdig. Zweifeln andere Herrscher ebenfalls so sehr an sich selbst. Ich versuche gut und die Dinge vorankommen zu betrachten. Doch meine Untertanen stehen jede meiner Taten als bösartig und fixiert auf unnötige Kleinigkeiten an. Andere meines Standes haben offenbar keinen Ärger damit, ihre Untertanen im Zaum zu halten. Verflucht sei dieses Universum dafür, jemand so Erbärmliches wie mich zu solchen Höhen erklimmen zu lassen. Wir könnten reizbar werden. Reizbar würde bedeuten, dass wir in Diplomatie und Kriegsführung verlieren, aber Kampfgeschick gewinnen. Anspannungsverlust geht hoch, Schreckenszuwachs geht hoch, Entziehungsmeinung geht runter. Oder verschwenderisch. Ja, verschwenderisch. Oh, aber das bringt aber Prestige. Ich nehme tatsächlich verschwenderisch, Leute, weil wir nämlich dann hier mehr Prestige machen. Okay, ja, wir machen weniger Geld, aber wie gesagt, Geld ist am Anfang für uns sowieso nicht so wirklich wichtig, weil wir klauen uns das Zeug ja in der Welt zusammen. Weil wir ja räuberisch unterwegs sein werden. Die Hochzeitsfeierlichkeiten. Das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit Häuptling Justina eine angemessene, extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben. Doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Entweder kann ich Geld nehmen oder ich nehme das Prestige. Ich nehme tatsächlich das Prestige, weil Geld in meinen Augen nicht ganz so dramatisch wichtig ist. Ich will hier meine Connys noch weiter aufbauen. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, ne? Also euch stationiere ich jetzt mal hier und die Connys stationiere ich jetzt hier mal in meinem Hauptsitz. So, jetzt sind die auch schon mal stationiert. Was kann ich eigentlich später hier noch bauen? Palisaden, ja, Kriegslager, Versammlungshalle. Ich werde dann hier später wahrscheinlich eine Versammlungshalle hier noch reinmachen. Und was kann ich hier noch mit reinmachen? Kriegslager, Versammlungshalle, oh, Hangweiden. Ah, Hangweiden, dann werde ich später hier nochmal eine Änderung vornehmen, definitiv. Aber alles zu seiner Zeit. So, wir haben jetzt hier ein bisschen viel Stress. Wir sind gefühllos und wir haben jetzt eine neue Ehefrau. Eine Ehefrau, die verdammt gut in der Kriegsführung ist. Oh Mann. Und ich finde ihr Model richtig cool. So dumm, dass wir diese Tschechen jetzt hier nicht in den Krieg führen können. Aber wisst ihr was? Ich möchte auf jeden Fall versuchen... Ah, die Liebesdinge haben fast keine Chance. Eine Verführung hat eine bessere Chance. Dann wird sie unsere Affäre. Unsere eigene Ehefrau wird zur Affäre. Das ist wild.
Ich probiere es, Leute. Wir werden versuchen, sie jetzt zu verführen. Weil, wie gesagt, Liebesdinge wird nicht wirklich gut funktionieren. Wir können uns mal angucken, woran das liegt. Gerecht mag gefühllos nicht. Finde ich lustig. Die Frau hasst sich also selbst. Wahrscheinlich ist sie deswegen auch keusch, weil sie sagt, sowas wie ich darf sich nicht fortpflanzen. Also, sie meint sich selbst, damit meine ich. Was ist, wenn ich jetzt einstelle, dass sie hier mir die Ritterlichkeit verbessert? Moment, ich sag mal, genau, sie verbessert jetzt hier meine Kriegsführung, weil das andere brauche ich nicht wirklich. Ein Ratschlag. Ich schlendere durch die Marktstände von Krakau und eine schwere Geldbörse zieht meinen Gürtel nach unten. Ja, okay, mit 16 Gold. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Bildhauers. Religiöse Bildnisse sind eine solide Investition. Als mein Cousin Häuptling Lech, der Nachbar, plötzlich an meiner Seite steht. Wie ist der hier aufgetaucht? Darf ich euch einen Ratschlag geben, mein Fürst? Seht euch den Stand des Juweliers dort an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Das ist also Lech jetzt hier, unser benachbarter Cousin. Okay. Ja, wie gesagt, ermorden ist wohl nicht. ich investiere in die Bildhauerwerkstatt. Frömmigkeit. Und Besitztumssteuern. Oder in die Juwelierswerkstatt. Habe ich die Chance hier monatlich 5% mehr Prestige zu machen. Und noch mehr Besitztumssteuern. Okay. Oder ich mache einen schlauen... Ich nehme das. Ich werde das Geld jetzt hier tatsächlich ausgeben und hoffen, dass ich diesen Bonus bekomme. 75%. Toll. Jetzt hasse ich ihn. Jetzt hasse ich ihn wie die Pest. Ich habe mein einziges Geld zum Fenster rausgeworfen. Und wir haben immer noch keinen Hofarzt. Na gut. Ihr seht, ne, es gibt auch einige Änderungen jetzt hier durch den Patch. Ne? Die Sachen sind jetzt hier wunderbar farblich hervorgehoben. Dinge, die ich schön finde. Wir haben übrigens auch noch... Moment. Ah, dieses Mal interessanterweise nicht. Man hat nämlich, wie gesagt, normalerweise auch noch andere Charaktere, die hier... also zumindest haben wir noch eine Schwester, wie ihr sehen könnt, die Wanda. Die ist... Ach, die ist mein Ratspitzel. Ja, doch, die ist doch da. Bei der kann ich jetzt mal versuchen, noch irgendwie eine Art von Heirat an den Tag zu bringen. Eine Stadt oder sowas in der Art und Weise. Nee, ich muss mal gucken, dass ich die jetzt hier mit irgendjemandem verheirate. Zum Beispiel mit dir, mit Minsk. Heirat arrangieren. Okay, die habe ich gar nicht zur Verfügung, so wie es aussieht. Mein Rat muss noch überarbeitet werden. Moment, ich guck mal gerade eben. Ich habe keine besonders geilen militärischen Dudes. Du gehst da rein. Ja, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen besser aus. Und die Wanda. Ich nehme mal die Wanda da raus. Kann ich sie jetzt verheiraten? Komisch, dass sie jetzt hier bei, bei Familie ist sie halt nicht zu sehen, ne? Also gut, ich muss das jetzt hier über das Haus Wislan machen, um sie auszuwählen. Kann ich sie jetzt verheiraten? Ich guck mal gerade eben nach Bündnismacht. Das ist wirklich das... Nur eine Stadt. Okay, das geht nicht. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich meine Tante irgendwie verheiraten kann, aber wir werden es später sehen. Also, wir haben auch noch zu wenig Rittersvolk. Der Lambert wäre ein guter. Der hat auch, wie ihr sehen könnt, Waldkämpfer, was mega geil ist. Na gut. Wir werden jetzt hier geplündert. Wer ist das, der jetzt hier gerade eben zu uns geplündert kommt? Das ist das Oberhäuptlingtum. Mein eigener Cousin kommt hierher. Mein eigener vermaledeiter Cousin. Boah, Dinge, die mich sauer machen. Also ich würde jetzt hier auch mal meine lokalen Räuber jetzt hier mal ausheben. Meine Fresse, ich glaube, ich krieg zu viel. Leider ist der Typ fähig. Was ist, wenn ich hier angreife? Also ganz im Ernst, ich lasse nicht zu, dass der Typ mich jetzt hier plündert. Mein eigener Vetter. Ja, wir sind bankrott.
Meine Schatzkammer ist leer, meine Vorratskammer ebenfalls. Sogar die Ratten musste ich verkaufen, um meine Ausgaben zu decken. Und dennoch kann ich nicht alle Schulden begleichen. Was soll ich nur tun? Durchstöbere die Hauptbücher. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Geld und ich erhalte Anspannung. Ich kann auch versuchen, die Kirchen zu plündern. Ich plündere die Kirchen. So, und jetzt aufs Maul! Und jemand hat mir den Krieg erklärt. Wow, das fängt schon mal gut an. Um was geht's hier? Religionskrieg um meine... oh je, nee. Ja, das ist jetzt natürlich absolut uncool. Ich kann zum Glauben des Angreifers konvertieren. Das wäre jetzt hier vielleicht eine passende Reaktion. Die sind katholisch. Nee, das möchte ich nicht. Wie stark ist der Angreifer? Deutlich stärker als ich. Also hier gewinne ich auf jeden Fall gerade eben schon mal. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Der Teil ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich finde es krass, dass die jetzt mir direkt am Anfang jetzt hier einen Religionskrieg reindrücken. Aber das Gute ist, wie ihr seht, ich habe wohl auch noch einen Verbündeten. Das sehe ich als positiv an. Yay, ich habe immerhin jetzt hier mal meinen blöden Vetter besiegt. Ich finde das gut. So, was machen wir jetzt mit dem Typen da? Kommt der jetzt zu mir? Ich hoffe, der kommt zu mir. So, derweil, Moment, bauen wir nochmal hier die Truppe um eine Stufe aus. Heirat arrangieren, huch, wer ist denn das? Ein anderer Herrscher, der benachbarte Herrscher von... Halitsch, der möchte jetzt hier meine Tante heiraten. Ich würde ein Bündnis dadurch bekommen. Hey, das ist ja praktisch. Ah, das ist der hier. Ja, komm, ich nehme das an. Oh, dann rufe ich ihn direkt hier noch in den Krieg. Dann können wir vielleicht diesen ersten Angriff schon mal abwehren. Oh Gott, ich würde das hier angeblich gerade eben verlieren. Aber nicht mit meinen Verbündeten hier. So, okay, der macht jetzt hier auch direkt mit. Also unser Start ist abenteuerlich. Sagen wir, wie es ist. Der ist äußerst abenteuerlich. Okay, jetzt sind, wo die Verbündeten da sind, haben wir eine realistische Chance, das hier zu gewinnen. Ey, ihr ollen Herzogtum von Nitra-Typen. Euch werden wir den Podex bis zum Stehkragen aufreißen, wenn es nach mir geht. Okay. Also, wir haben jetzt hier schon mal die erste Schlacht gewonnen. Er hat noch 1000 Mann. Jetzt wird's Zeit, Freunde, dass wir hier Plünderungen vornehmen. Ich marschiere direkt auf seinen Hauptsitz drauf. Und wir haben ekstatische Bauern. Ja, wir haben auch gerade das Land verteidigt. Die Bauern im Häuptlingstum von Krakau sind in bester Laune. Die Ernte ist üppig, die Straßen sind sicher und die Dorfältesten erzählen unsinnige Geschichten über Kühe, die mit Honig gesüßte Milch geben und Gänse, die goldene Eier legen. Die Bauern preisen mich für ihr Glück und haben Abgesandte ihres Standes mit Geschenken zu mir geschickt. Ich kann einfach Gold bekommen. Ich kann noch mehr Gold bekommen. Oder Gemeindereinvestitionen. Nee, das Problem ist, Entwicklungszuwachs bringt uns nicht sehr, sehr viel am Anfang des Spiels. Ich freue mich über diese 15 Gold. Ich freue mich einfach darüber. So, warte mal, wenn ich jetzt hier diesen Krieg gewinnen würde, dann würde ich Prestige bekommen. Okay, warte mal, und der hier verteidigt uns übrigens, aber er hasst uns. Er hasst uns sogar sehr. 4. Ne, wir besetzen jetzt hier erstmal in Ruhe das Land. Wir besetzen jetzt hier alle erstmal in Ruhe das Land, würde ich mal sagen. Also so wie es aussieht, ist der Typ hier... Ne, der ist es gar nicht. Wer ist es denn hier? Der schlesische Herrscher hier. Das ist der auch nicht. Hä, wer ist mit mir hier nochmal, mein Verbündeter? Der ist auch mit in diesem Krieg, in diesem Religionskrieg drin.
Interessant. Okay. Naja, so haben wir jetzt hier wenigstens eine realistische Chance, diese fiese, fiese Attacke abzuwenden. Und vielleicht dadurch sogar noch ein paar Vorteile zu generieren. Ich werde definitiv nicht zur Religion des Angreifers konvertieren. Wo kommen wir denn da hin? Was ich aber machen möchte, ist die Hangweiden produzieren, sobald das geht. Allerdings fehlt mir dafür noch einiges an Geld. Ich habe auch einige Gefangene genommene Kombattanten. Oh, das wäre ein brauchbarer Arzt. Freilassung verhandeln. Rekrutieren, bekehren, schwaches Druckmittel. Ah, schwaches Druckmittel will er nicht. Den will ich haben als Arzt. Aber sowas von. Er mag mich momentan noch nicht. Damit müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen leben. Hofarzt, wie gesagt, der ist gut geeignet. Der wird sofort eingesetzt. So. Und dann werden wir einfach mal hoffen, dass er mit der Zeit, wie ihr sehen könnt, uns irgendwann mal mögen lernt. Nachdem wir hoffentlich das jetzt hier hinbekommen haben. Gut, 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 gut. Was für ein stressiger Anfang. Ach, jetzt kommt er aber trotzdem jetzt hier wieder da drüben angelaufen. Unsere Truppen sind nicht allzu sinnvoll in diesem Bereich. Wie lange wird er hier brauchen? 10 Monate. Wir werden noch 14 brauchen. Ja gut, das kann ich sein lassen. Ganz im Ernst, das kann ich sein lassen. Dann helfe ich lieber hier nochmal ein bisschen mit und dann hauen wir die nachher. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Und also unsere Festungsbelagerungsfähigkeit als Stammesfürst ist überschaubar. Sagen wir, wie es ist. Hier dauert es noch 4 Monate. Mir fehlt immer noch ein Champion. Ehepartner an meiner Stadt. Meine Gemahlin verbringt sehr viel Zeit damit, das Reich mit ihrer Ehrenwache zu durchreisen. Es gibt zahlreiche Angelegenheiten, um die sie sich an meiner Stadt kümmern kann. Und die militärische Präsenz, die Häuptling Justina mit sich bringt, erinnert alle deutlich an mein Recht zu regieren. Ja, ich nehme das Prestige, dankeschön. Bin es hier tatsächlich dadurch hervorgetan. Das bringt mir eine Menge ein, dass ich meine Truppen hier weiter versorgen kann mit Prestige, Freunde. So, und danach müssen wir jetzt da drüben die hier weghauen, ne? Sonst fällt nämlich ja eventuell meine Hauptstadt und damit vielleicht auch meine Ehefrau und damit meine Hoffnung, meine Wünsche und mein Wille zu leben. Das wollen wir definitiv nicht erleben. Dass das jetzt hier so dermaßen den Bach runtergeht. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das haben sie jetzt. Hier sind es auch nur noch ein paar Tage. Okay, der belagert jetzt hier einfach fröhlich weiter. Wir warten, bis die das jetzt hier auch noch genommen haben. Und jetzt marschieren wir wieder mal zurück. Ich hoffe, dass der jetzt auch noch gleich nachkommt. Denn wie gesagt, wir haben nochmal eine Schlacht zu schlagen. So, der folgt mir, das finde ich gut. Der hier folgt mir jetzt auch. Okay, die gehen jetzt hier wieder, so wie es aussieht. Wir fangen sie jetzt hier ab. Da sind wir sogar krass im Vorteil, weil das nämlich eine Ebene ist. Übrigens, das hier ist ein kleiner Anzeigebug, Freunde. Ignoriert das einfach. Das ist in der Preview-Version, die ich hier habe. Ich spiele das Ganze hier 2 Wochen vor Release. Das heißt also, ich hoffe, dass dieser Bug hier, der irgendwie mit der Kultur zusammenhängt, für euch später nicht mehr drin ist. Ich habe ihn auch schon reported. Ja, also das sieht jetzt für die jetzt hier eher so mäßig gut aus, ne? Oh, wir haben diese Schlacht gewonnen. Und oh, es gibt die erste Seuche, Freunde. Es gibt die erste Seuche. Also gut, dann haben wir Geld bekommen. Wir lösen unsere Truppen auf. Und ich habe Legitimität erhalten. Sehr gut. Unsere Legitimität ist auf 3. Vielleicht können wir sie sogar noch auf 4 steigern. Das sieht doch schon mal jetzt ganz, ganz brauchbar aus. Also tatsächlich war dieser Verteidigungskrieg hier für uns jetzt gerade eben besser als alles andere, was man hätte erwarten können. Es gibt aber auch, so wie es aussieht, oh, das Waldfieber, das da oben kursiert. Oh, das ist sogar richtig übel.
Das Waldfieber hier könnte gerade eben sein. Typhus. Oh, shit. Katastrophaler Gesundheitsmalus. Wenn man alt ist, sogar ein weiterer schwerer Malus. Ja, Schreckensverlust und so weiter und so fort. Wenn das näher kommt, müssen wir unseren Hauptsitz isolieren. Das muss ich jetzt im Auge behalten. Und wir haben... Also ihr seht, es sind einige Krankheiten jetzt hier schon aufgekommen. Hier gibt es noch andere Dinge hier als St. Antonius Feuer. Hier gibt es das Al-Andalus Feuer. Irgendwo gibt es auch noch das Pustelfieber. Ich weiß gerade, da hinten gibt es auch noch irgendeine Krankheit hier. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon mal Krankheiten am Start. Oder warte mal, mache ich das vielleicht sogar jetzt schon? Ne, den Hauptsitz kann ich jetzt noch nicht isolieren. Okay, das ist schon mal wichtig zu wissen. 174 Gold sorgt es dafür, dass ich jetzt hier am Ende der Folge auf jeden Fall noch ein oder zwei Änderungen durchführen möchte. Zum Beispiel jetzt hier die Hangweiden zu erschaffen für die Kavallerie an dieser Stelle. Und hier möchte ich ganz, ganz gerne, sobald ich die Kohle dann habe, das wird nicht allzu lange dauern, dann die Versammlungshalle reinmachen. Ja, die möchte ich auf jeden Fall auch haben. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei euch für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wo es noch eine Lesung in Krakau gibt, das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit Krack von Krakau. Haut rein, schöne Zeit, tschüss und Ade.